Mit Fotos des vierjährigen Mädchens hatte die Polizei nach dem oder den Tätern gesucht. Die Aufnahmen stammen wohl aus den Missbrauchsvideos. Um das Opfer zu schützen, wurden die Bilder mittlerweile unkenntlich gemacht, denn wenige Stunden nach der Veröffentlichung meldeten die Ermittler: BKA-Fahndung im Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines unbekannten Kindes erfolgreich beendet. Dank ihrer Hilfe konnten Opfer und Täter identifiziert werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Wesermarsch. Er konnte gestern in den Abendstunden vorläufig festgenommen worden, befindet sich aktuell im polizeilichen Gewahrsam und wird heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Laut Bild-Zeitung hatte sich die Mutter des Kindes auf einer Polizeistation in Niedersachsen gemeldet. Der mutmaßliche Täter soll demnach ihr Lebensgefährte sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen seit Oktober 2016 mehrfach schwer sexuell missbraucht worden war. Die Aufnahmen der Vierjährigen hatten sie auf einer kinderpornografischen Plattform im Darknet entdeckt. Dort können sich Nutzer fast komplett anonym bewegen. Es ist ein verborgener Teil des Internets, in dem ganz einfach diese Bilder getauscht und gehandelt werden, in dem sich pädokriminelle Täter wunderbar verbinden, verabreden können und vielfach Formen von sexualisierter Gewalt ausüben. Das Mädchen, das von Polizeipsychologen untersucht worden war, soll jetzt bei seiner Mutter sein.